So, die Dame sitzt schon wesentlich entspannter auf dem Bike. Was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir unseren neuen Ergometer Ergo C10, also das Gerät, was so der Heimsportklassiker der Firma Kettler ist. Ergometer stellen wir seit den 1970er Jahren her und das ist eigentlich das Produkt oder das Gerät, mit dem man wirklich gut zu Hause Fitnesstraining absolvieren kann. Okay, das Gerät gibt schon lange. Ja. Aber es muss ja was Neues sein, dann werdet ihr nicht hier mit dem. Richtig. Das Highlight ist, dass wir uns gerade bei der Bedienung und bei unserem neuen Cockpit richtig Gedanken gemacht haben. Im Jahr 2017 ist es so, dass man intuitiv bedienen will. Man möchte ein vollfarbiges Display haben, was sich toll bedienen lässt und was auch von den Trainingsdaten und Trainingswerten absolut übersichtlich und zeitgemäß gestaltet ist. So, jetzt würde ich gerne mal so ein Programm sehen. Ja, sehr gerne. Die Vicky macht gerade den IPN Fitness-Test. Ja. Das ist ein Fitness-Test, der in 15 Minuten die persönliche Leistung von der Vicky analysiert. Und auf Basis dieses Fitness-Tests bekommt man dann 24 maßgeschneiderte Programme, bei denen man sicher sein kann, dass man zu Hause genau im richtigen Pulsbereich trainiert. Das bedeutet, alle 3 Minuten wird die Intensität ein bisschen stärker. Ja. Und sie soll so lange trainieren, bis sie ihren errechneten Zielpuls von 148 Schlägen erreicht. Und muss gleichzeitig eine Trittfrequenz halten, die im Bereich zwischen 60 und 80 ist. Wie errechnet sich der Zielpuls? Der Zielpuls errechnet sich auf Basis ihrer persönlichen Daten, die sie eingegeben hat. Das heißt, sie muss ihren Fitnesszustand einschätzen. Es geht natürlich auch um Alter und Gewicht und Größe und alles, was man so an persönlichen Daten mitbringt. Aha. Und den Puls muss sie jetzt erreichen und dann am besten 30 Minuten fahren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das Konzept funktioniert so, dass sie die Trainingsstufe zu Ende fährt, in der sie den Zielpuls überschreitet. Und dann hat das Programm halt die individuellen Werte ermittelt. Das ist also nichts, wo man sich im Zimmer wirklich ausbelasten muss, sondern ein Puls und auch ein Konzept, wo jeder Heimsportler das Ganze ohne Bedenken zu Hause alleine durchführen kann. Okay. Vicky, wie geht's dir? Sehr gut. Noch geht's gut. Es wird ja alles immer virtueller in jedem Bereich eigentlich. Das Thema virtuelle Welten wird auch bei Heimsportgeräten immer wichtigeren Teil einnehmen. Und wir stellen uns da zukunftsfähig auf, indem wir unsere Geräte halt auch für die stärksten Apps und die stärksten digitalen Partner öffnen, sodass wir in wenigen Jahren ein wirklich unbegrenztes Erlebnis haben. Jeder kann mit seiner Lieblings-App trainieren. Dann freue ich mich auf nächstes Jahr. Alles klar, vielen Dank für den Besuch bei Kettler. Dankeschön. Tschüss.